Ja, bevor wir zum Schätzen kommen, kurze Wiederholung. Ihr habt ein Sigma-Intervall von μ minus 1,64 mal Sigma bis μ plus 1,64 mal Sigma, in dem 90% aller Werte liegen. Kurzes Beispiel, 40% aller Schüler mögen Mathe. Wir befragen 100 Schüler, μ wäre 40, Sigma 4,9. Entsprechend eingesetzt ergibt das ein Intervall von 31,96 bis 48,04. In diesem Bereich liegen also 90% aller möglichen Ergebnisse, dass die Schüler sagen, ja, ich mag Mathe. Wir haben also eine Wahrscheinlichkeit gegeben und kriegen ein Intervall mit festen Werten raus. Auf das Runden möchte ich jetzt hier nicht zu sprechen kommen. Mir geht es jetzt darum, der Übergang. Jetzt haben wir keine Wahrscheinlichkeit gegeben, sondern wir fragen 400 Schüler. 120 davon sagen, Mathe ist okay, also wir mögen Mathe. Die relative Trefferhäufigkeit ist dann H gleich 120 geteilt durch die Gesamtanzahl wäre 0,3 und ein Vertrauensintervall 90%, ich habe extra die gleiche Richtgröße genommen, ist nun H, diese relative Trefferhäufigkeit, minus 1,64 mal die Wurzel aus H mal 1 minus H durch N, entsprechend hier das Gesamte mit plus 1,64 mal Wurzel aus Pünktchen, Pünktchen. Eingesetzt entsprechend die Werte jetzt sind 0,26 bis 0,34. Also für eine unbekannte feste Wahrscheinlichkeit, die ja hier gegeben war, von 40% mögen Mathe, haben wir jetzt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit liegt diese Größe im Bereich von 0,26 bis 0,34. Damit haben wir den grundlegenden Unterschied zwischen Sigma-Umgebung mit einer festen prozentualen Richtgröße und jetzt ein Vertrauensintervall auch wieder 90%. Aber wir haben keine fixen Werte mehr, feste Werte, wie viele mögen Mathe, sondern in welchem Bereich liegt die mögliche prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass jemand Mathe mag.